Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die BB Sport 13-teilige Polyrattan Launchmuschel. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Sonneninsel für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Sonneninsel unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich sind solche Möbelstücke natürlich ideal dazu geeignet, im eigenen Garten, auf der Terrasse, wo auch immer in der Sonne zu relaxen und dabei die Seele baumeln zu lassen. Ich würde sagen, wir haben hier eine Art Luxus, eine Art Premium-Möbelstück, die sich definitiv dann auszahlt, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Ja, ganz klar. Ist jetzt nicht gerade das günstigste Möbelstück, was man sich jemals kaufen wird, aber es kann sich definitiv auszahlen, eben wegen dem Komfort. Was diese Sonneninsel anbetrifft, so gefällt mir wirklich gut, was du für dein Geld bekommst. In meinen Augen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch das optische Design ist bei solchen luxuriösen Möbelstücken natürlich noch wichtiger, ja. Ich finde, das sieht hier auch sehr modern und elegant aus. Passt auf jeden Fall auf viele Gartengrundstücke, Terrassen, was auch immer, ja. Kannst du dir aussuchen, wo du diese Sonneninsel dann platzierst? Mir gefällt vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein sehr hochwertiges Möbelstück zu einem fairen Preis erwerben kannst, aber das muss natürlich jeder selbst für sich beurteilen, denn ein Möbelstück ist natürlich nicht ja, das Allerwichtigste, was man braucht. Also ich würde es eher als eine Art extra hohen Komfort bezeichnen, ja. Wie bereits gesagt, eher so eine Art luxuriöse Anschaffung, die halt ja, diesen extra Tick an Entspannung in der Sonne bringen kann, wenn du Lust auf sowas hast, auf ein Möbelstück, das einen wirklich sehr wertigen Eindruck macht, dann bin ich der Ansicht, bist du mit dieser Sonneninsel gut beraten, ja, aber das musst du im Endeffekt natürlich auch ganz alleine einschätzen. Das will ich hier gar nicht anders sagen. Ich will dir ja dieses Möbelstück auch nicht aufquatschen. Ja, ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und das wirkt auf mich wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr positiv. Ja, aber nochmal, überlass dir ein bisschen Zeit bei der Anschaffung deines Garten- oder Terrassenmöbeljahrs. Wir haben hier in meinen Augen eine Art luxuriöse Anschaffung, die den extra hohen Grad an Komfort bringen kann. Ja, ist jetzt nicht zwingend notwendig zum Leben, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wer halt Wert darauf legt, ganz schöne Stunden in der eigenen, im eigenen grünen Paradies zum Beispiel zu verbringen, im Garten eben, ja, genau für diesen Konsumenten könnte sich die Anschaffung lohnen. Wenn du nicht unglaublich viel Geld auf der hohen Konto hast, auf der hohen Kante hast, könnte man natürlich argumentieren, braucht man so ein luxuriöses Möbelstück? Vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber wenn du das verfügbare Geld dafür hast und wirklich Lust auf Luxus und Komfort hast, würde ich sagen, hey, diese Sonneninsel könnte interessant für dich sein. Ja, so. Das Amazon-Angebot zur Sonneninsel werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.